Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja Leute, heute gibt's was Neues und zwar bin ich hier mal wieder auf S8 US Server Kundi Tagebuch. Ja, 83,47. Okay. Und ich könnte jetzt einen Kampf machen gegen den 1935. Mal sehen, ob ich vielleicht was für Sammelalbum bekomme. Nee, leider nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir bei der Pilzaktion 480 Pilze habe ich mir eigentlich geholt, oder? Ja. Leider habe ich schon ein paar verplempert. Und zwar gestern habe ich noch 300 Alu gemacht. Und ja, ich werde es ab sofort jetzt so machen. Also ich bin seit dem letzten Video 6 Level gestiegen, habe keine Dungeons gemacht wegen euch. Und was wollte ich noch sagen? Epics 50, das passt immer noch oder auch nicht. Bin gleich in den Top 200. Ja, okay, gleich nicht, aber egal. Oh. Top 200, mit Level. Ist auch ein 138er und Top 100, lass mich schauen. Ja, Top 100. Top 100 wird schwierig. Sagen wir Top 110. Denn bei 100, das sind noch zu starke Gegner. 110. Ja, 110 lasse ich einfach jetzt mal. Okay, dann lassen wir es einfach mal losgehen. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich 100 Alu selber mache und dann die restlichen 200 Alu mit euch. Ja, ich hoffe, die Pilze reichen dieses Mal, sonst muss ich mir was überlegen. Vielleicht noch um 10 Euro oder so, aber auf jeden Fall lassen wir es einfach losgehen. Ich habe heute zwei Themen dabei und zwar geht es um erstens mal, ja okay, das ist eigentlich der beste. Na, habe ich eigentlich schon was ins Klo geworfen? Ich glaube schon, oder? Nee, doch nicht. Gut. Ja, morgen kann ich spülen mit euch, wenn ich ein Epic bekomme. Das ist natürlich schon die Voraussetzung. Geschickt, gut. So, genau, erstens mal, S23 ist leider nicht rausgekommen. Oh, diese Quest habe ich genommen wegen dem Gold jetzt. Und zwar, S23 ist nicht rausgekommen, warum auch immer. Ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht kann es jemand in den Comments hinschreiben, wieso. Auf jeden Fall kommt es erst viel später raus. Vielleicht sogar erst 2013, habe ich gehört. Also von dem her, naja. Dann haben mich ein paar gefragt, ob ich S23 spielen werde. Ich werde nicht aktiv spielen, sondern werde mir einfach einen Account erstellen, um zu sehen, ja, wie läuft's da ab, wer ist erster, zweiter und so. Einfach zum Schauen, wer. Okay. Wer hier mal vorne liegt und wie sich der Server entwickelt. S24 werde ich vielleicht spielen. Okay, wahrscheinlich schon, denn ich bin jetzt, wie ihr selber wisst, in zwei Challenges verbunden. Erstens mal gegen G4110 in der richtigen 100 Alu Challenge, wo man nicht nachtrinken darf, und in der 100 Alu Challenge mit Andy Billedellen, Blandet und Casher. Und das wird dann wahrscheinlich zum S24-Serverstart schon vorbei sein. Da könnte ich dann anfangen spielen. Vielleicht sogar ein paar Bildchen dazu für ein Greifen. Naja, auf jeden Fall. Oh, muss ich nachtrinken, sonst wird das nichts. Oh, schon die letzten 27 Alu. Ja, so viel dazu. Und dann gibt's noch was. Ich habe einen neuen YouTube-Account, den kann ich mal kurz herzeigen. Moment. Also das kann man hier so sehen. Also der neue Account, da muss ich ein bisschen rüber. Heißt Mr. LP Freerider und
Hier kann ich auch Videos hochladen, also wenn ich Lust habe. Oh, sorry für diesen Fail. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Account erstellt. Da werde ich ab sofort auch immer gleichzeitig zum normalen nein, zum normalen YouTuber-Account, also zur LP Freerider 16, werde ich auch hier Videos hochladen. Ja, natürlich kommt jetzt die Frage auf. Moment, wieso ich mir einen zweiten YouTube-Account erstellt habe. Und zwar geht es um Folgendes: Ich wollte einfach so sozusagen einen Neustart machen, obwohl ich erst 50 Abonnenten habe, aber trotzdem einen Neustart mit besserer Grafik, mit besserer Tonqualität, mit mehr Spaß, einfach so neue Dinge entdecken. Und ja, den zweiten Account, also jetzt LP Freerider 16, da werde ich auch immer Videos hochladen, falls manche jetzt nicht immer die Videos schauen, sondern erst im Nachhinein, dann können sie das auch sehen. Ja. So viel dazu. Die letzte Alu werde ich jetzt mal so machen. Oh, nice Quest. Und ja, ich werde mich auch immer vor den Videos jetzt besser vorbereiten, denn manchmal habe ich einfach planlos Videos gemacht, aber jetzt bin ich schon besser. Auf jeden Fall so dazu zum neuen YouTube-Kanal. Er heißt Mr. LP Freeriner. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, es hat mich einer gefragt, wie ich auf LP Freerider 16 komme. Und zwar kennt ihr sicher selber, vielleicht sehen wir es hier ungefähr. Nee. Hier nicht, auf jeden Fall heißen voll viele Let's Player Dadadam LP oder was kenne ich? Nicknock Kommando LP. Und ich wollte einfach nicht so wie jeder sein, sondern ich habe einfach mal den Namen umgedreht und habe einfach LP Freerider 16 genannt. Wieso Freerider? Einfach Freerider, weil ich so. Free heißt ja frei und Rider so. Halt ein Rider. Das kann man jetzt nicht so gut erklären, auf jeden Fall. Freerider, ich habe früher ganz oft Freerider 2 Database gespielt, das ist so ein, ja, so wie Line Rider, auf jeden Fall habe ich mich so genannt. Freerider finde ich auch ein nice Name und 16, weil ich eben 16 Jahre alt war. Aber man wird jedes Jahr älter und so wie ich jetzt 17 bin, passt der LP Freerider 16 nicht mehr. Aber Mr. LP Freerider passt dann, weil da ändert sich ja nichts. So, jetzt muss ich das kurz nochmal anrichten, damit ich schön im Bild bin. So. Ja, so viel dazu. Schreibe ich kurz hier hin. Mr. LP Freerider. Neuer YouTube-Kanal. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Kanal. Punkt. So, lassen wir keine Zeit verlieren. Ich gehe in die Ehrenhalle gegen den 500. Gegen Fifi. Bam, in your face. Sorry. Genau. Was, was? Genau. Okay. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Also ich habe jetzt alles strukturiert gemacht. Ich habe immer vor mir so einen Zettel liegen, was ich als nächstes sagen möchte. Zum Beispiel hier steht neuer YouTube-Kanal und dann werde ich etwas zum neuen YouTube-Kanal vorlesen. Auf jeden Fall habe ich das in meiner Liste schon weggestrichen und jetzt hätte ich gesagt, machen wir den nächsten Dungeon-Gegner. Dieser Dungeon-Gegner hier ist ein Dungeon-Gegner 6.
Im Dungeon 9 Stärke 3320, Geschick 1165, Intelligenz 1140, Ausdauer 3040 und Glück 860. Dieser Gegner hier ist auch wieder ein Stärkegegner und hat Stärke 4140, also schon fast 1000 mehr. Der wird hier der nächste sein. Oh ne, hä? Da habe ich mich verguckt. Gibt's doch gar nicht eigentlich. Hä? Also das ist jetzt schon irgendwie peinlich, würde ich sagen. Yes! Und den haben wir geschafft. Ja, das ist natürlich jetzt schon peinlich. So, also habe ich mir die Arbeit umsonst gemacht. Okay, das ist jetzt ein Geschickgegner. Und jetzt probiere ich den siebten. Ist das der vielleicht? Nee, ich weiß nicht. Hä? Okay, das ist ein Stärkegegner. Da werde ich mal ein bisschen auf Stärke gehen. Circa 1300. Oder ich bleibe jetzt mal lieber oben. Jetzt schauen, ob das schneller geht. Auf jeden Fall. Ja. Kann man hernehmen. Ich beobachte natürlich die Goldanzeige, habe ich mir alles gespart, ich habe mir eigentlich fast nichts Neues dazu gekauft. Hab 2 Millionen gehabt, vielleicht ein bisschen mehr und jetzt müsste er natürlich down gehen. Geschick werde ich auf 2800 machen und ich werde natürlich auch ein bisschen sparsamer mit den Pilzen umgehen. Da gehe ich jetzt mal auf 900 und daher, da gehe ich auf, okay, wenn das so ist, gehe ich auf, okay, da klicke ich jetzt ein bisschen schneller, da gehe ich jetzt auf circa 2300 drauf und auf 1500, 1600 müsste reichen. Inzwischen ich klicke, schaue ich mal, wie lange der Greifen noch geht. Der geht noch 14 Tage. Sammleralbum dürfte jetzt über, dürfte auf 84% sein. Ja. 0,53. Genau, die Tränke. Wie lange gehen die Tränke noch? Der bis 2.12. bis 30.10. nur noch 2 Tage und der bis 4.12. So, jetzt habe ich mal ein bisschen geskillt und jetzt müsste der eigentlich down gehen. Also ich mache circa bis 85 Pilze, sonst warte ich einfach noch einen Tag. Sonst verbrauche ich zu viele Pilze. Ja, ich warte einfach. Okay, noch einmal darf ich. Ja, da warte ich auf morgen. Ja, ich hoffe, es hat euch mal nach langer Zeit wieder gefallen und wir sehen uns bei einem weiteren Video. Euer LP Freerider 16 beziehungsweise Mr. LP Freerider. Ciao.